Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play Minecraft. Ja. Ich wollte das schon so lange mal machen. Seitdem ich jetzt den Kanal hier mache. Gut, so lange mache ich den jetzt noch nicht. Noch nicht mal ein Jahr. Aber ist das scheißegal. Ich habe da mega Bock drauf. Ich habe alles runtergeladen. Ich habe ja Minecraft schon seit 2013 oder 14. Seit 2014, glaube ich. Und ich habe hier ein paar Einstellungen gemacht, ne? Ressourcen-Package habe ich nichts. Wenn ihr wollt, dass ich ein bestimmtes Ressourcen-Pack verwende, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, dann mache ich das gerne. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier Vollbildmodus, wie ihr seht. Alles andere habe ich so gelassen, wie es ist. Und Musik. Da habe ich insgesamt auf 30, jetzt mache ich doch mal lieber ein bisschen weiter, auf 25% runtergemacht. Wir haben ja gar keine Welt. Oh, wie kommt das nur? Neue Welt erstellen. Und die nenne ich mal Let's Play Minecraft. Ist ein sehr einfallsreicher Name. Ich habe auch schon seit 2 Jahren oder sowas nicht mehr gespielt. Also ab und zu mal habe ich so gespielt auf Servern und so. Aber jetzt will ich mal so ein komplett Solo-Ding machen mit euch zusammen. Wenn ihr Tipps und Ideen und Tricks und Co. habt, dann haut das alles gerne in die Kommentare. Und ja, ich nehme im Vorfeld auf, aber natürlich werde ich das dann, sobald ich sehe, auch mit einbauen ins Spiel. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bauwerke gehören an, ja, Welttyp Standard, Cheats erlauben aus, Bonustruhe ist auch aus. Fertig, Spielmodus ist Überleben. Suche nach Ressourcen, baue Werkzeuge, sammle Erfahrungen und kämpfe ums Überleben. Let's play Minecraft. Ab ins Minecraft-Universum. Hab's mal eben schnell aufgeschrieben, bevor ich es vergesse. Okay. Das ist unser Spawnpunkt. Und ja, ich weiß. Ich weiß es jetzt schon. Ich brauche eine Karte. Rechts oben im Bildschirm muss eine Karte rein, weil ich verlaufe mich so schnell und so oft. Glaubt es mir, Freunde. Ich brauche eine Karte. Ich werde erstmal eine raussuchen. Wenn ihr natürlich eine findet, die besser ist, die ihr cooler findet, haut alles in die Kommentare. Und ich werde alles umsetzen, was ihr gerne möchtet. Da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Wenn ihr Tipps, Anregungen habt, was ich verbessern kann, was ich ändern sollte, was ich anders machen sollte, dann sagt es. Meine Aussprache wird sich natürlich nicht ändern. Auch, dass ich an meine E-Zigarette ziehe, das bleibt auch komplett gleich, weil das bin einfach ich. Also da werde ich in der Hinsicht nichts ändern, aber alles andere, wenn ihr Tipps, Ideen, Anregungen habt, haut gerne raus. Was ich umsetzen kann, das setze ich um. Das Einzige, womit ihr rechnen müsstet, ist, wenn ihr wirklich was Cooles habt, was ich dann umsetze, dass ich euch dann ins Video reinhole. Dass ich dann quasi so einen Screenshot mache, das Bild zurechtschneide, euren Text da reinsetze. Und euren Namen drin habe. Aber ob ich das dann drin lasse oder ob ich das dann zensiere, weiß ich noch nicht genau. Könnt ihr dann aber auch gerne dazu schreiben, wenn ich euren Namen verwenden darf. Dann so ein Hashtag mit Erlaubnis oder so, keine Ahnung. Erlaubnis erteilt, irgendwie sowas. Dass wir da auch dann keine Probleme später haben. So, jetzt wollen wir erstmal starten. Ist aber erstmal ein geiler Ausblick. Also wir haben jetzt schon mal 14 Holz, also schon mal geil. Ist immer ein geiler Ausblick. Ich weiß noch gar nicht, wo ich starten möchte. Wenn ihr sagt, oh nee, ich starte mal lieber da und da, dann mache ich das. Laggen dürfte dieses Spiel eigentlich nicht. Aber hier, guck mal, das ist auch schon mal eigentlich ein geiler Standpunkt. Standort, ne? Kühe ohne Ende am Start. Weil alleine 32 GB Arbeitsspeicher da drin sind und ein i7 da drin ist. Also da sollte es eigentlich
denke ich, keine Probleme geben. Ich denke mal, ich werde hier starten. Hier ist auch noch so ein kleiner Teich. Das sieht ganz cool aus hier eigentlich. Man hat hier auch schon Kühe am Schissel. Wenn ihr natürlich Lags bemerkt oder so, dann sagt es, dann stelle ich die Einstellung runter, weil ich konnte hier bis jetzt so wirklich an Lags noch gar nichts ausfindig machen. Ja, ich würde sagen, wir starten hier. Wenn ihr natürlich später sagt, ey, du Hund, du startest nicht da. Du startest mal ganz flott in einer ganz anderen Ecke. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich weiter wandern soll. Natürlich jetzt nicht, wenn ich hier fette Bonzenvilla aufgebaut habe, dann könnt ihr es vergessen. Aber sonst bin ich wohl bereit, dazu machen. Also ich gehe eigentlich auf sehr viele Sachen ein, wenn ihr mir das schreibt. Und versuche das dann auch entsprechend zu machen. So wie ihr das dann möchtet. So. Ach komm, wir machen auch noch einen aus Holz. Web. Hm? Web. Ah, verdammte Scheiße, das war der falsche. So, den wollt ihr ja. So, ich will sagen, wir machen hier eine Ebene. Ich stehe auf Ebenen. Um es euch jetzt schon mal zu sagen, ich stehe sowas von auf Ebenen. Ich glaube, ich wurde auf einer Ebene geboren. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich stehe da schon hart drauf. Wenn das alles vernünftig ist. Schön gerade. Das ist auf jeden Fall mein Ding. So. Ich werde mit Sicherheit oft fluchen, vor allem wenn ich später mit Diamanten untergehe, aber hey, wer flucht dabei nicht? Nur ein Unmensch, ein Unhold tut das nicht. Oder so, ne? Irgendwie so sagt man das ja. Keine Ahnung. Und ja, dieses Let's Play ist die Ablöse von Surviving Mars. Ich hätte mal ein bisschen tiefer ballern sollen. Fällt mir gerade mal so auf. von Surviving Mars, weil das habe ich ja beendet und dafür kommt das jetzt erstmal, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, wann Surviving Mars kommt. Jedenfalls kommt das erstmal im Vorfeld, wird dann aber später, dann sobald Surviving Mars beendet ist, den Platz einnehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da mega Bock drauf auf dieses Spiel. Man kann hier so viel machen, vor allem sehr gut mit euch interagieren, wie ich finde. Für den Anfang habe ich mir erstmal gedacht, wir bauen hier so ein 10-stöckiges Hilton-Hotel hin, ne? Oder so den Pariser Dom, habe ich mir so überlegt. Nein, das war ein Scherz, mit Sicherheit nicht. Aber wir werden schon ein paar geile Sachen machen. Und auch ihr dürft euch jederzeit da schön einbringen. Ui, Fischi, fresst ihr mich? Oh, dann hau ich euch. Kriegt aber direkt mal die Lunte über den Kopf gezogen. Die Folgen sollen natürlich auch nicht zu lange werden. Deswegen versuche ich das da so in 15 bis maximal 20 Minuten zu machen. Aber alles über 15 Minuten ist ein Luxus, den ich mir selbst eigentlich auch gar nicht leisten kann. So wirklich. Zeitmanagement und so gesehen. So. Ich hole mir auf jeden Fall. Ah, wir müssen uns noch, bevor wir ausloggen, ein Bett machen. Scheiße. Dann vielleicht bleiben wir ja doch nicht hier. Kann da noch ganz gut sein, dass wir noch woanders hingehen werden. Aber das weiß ich noch nicht. Möglichkeit besteht, ist sicher, ist hier nichts. Weil ich wollte jetzt eben, ne, gleich nach der Folge ausloggen und mir eine Karte reinballern, aber vorher muss ich ja tatsächlich Wolle finden, mir ein Bettchen bauen, damit das auch mein Spawnpunkt bleibt. Vielleicht haben wir ja Glück. Kühe haben wir schon mal hier, leider sind das keine Schafe.
Aber auf der anderen Seite auch gut, dass das keine Schafe sind. Wir werden hier auf jeden Fall Massentierhaltung am Start bringen. Wir werden das hier direkt mit einführen, damit die Leute auch direkt Bescheid wissen. Alles klar, bei dem kriegen wir das Zeug, was sonst keiner hat. Ja, ich habe gerade die Tür zugebaut. Habe ich selber gemerkt, Freunde. Habe ich auch gemerkt. So. Oh, jetzt bin ich zu hoch gesprungen. Bin ich hier. Nö. Ach, guck mal, ich hab gar nicht drauf geachtet, aber die Abmessungen passen sogar. Geil. Oh, guck mal, ein bisschen was kriege ich ja doch noch. Ja, das war ein Scherz. Ich krieg natürlich nichts mehr geschissen. So. Ein bisschen was kriegen wir ja doch noch hier hin. Na, siehst du mal. So. Licht ist da. Also noch ist Licht da. War das so? Yes, man. Hier kommt das Bett hin. Dann mache ich den mal da hin. Da haue ich mal die Tür rein. Jo. Für unterwegs braucht man natürlich auch noch einen. Dann würde ich mal sagen, scheiße, wie finden wir jetzt wieder zurück, wenn ich jetzt loslaufe. Wir laufen mal eben hier ein bisschen durch die Gegend. Und schauen mal, bis wohin wir kommen. Also vielleicht finden wir hier gleich schon zwei Schafe oder ein Schaf, was genug Wolle abwirft. Oder zwei oder drei. Rechts entdecke ich auf jeden Fall Schweine. Ich glaube, das ist ein Schaf, was dabei ist. Dann klatschen wir das Ding erstmal aus den Socken. Das Schaf wird erstmal aus den Socken gehauen. Ja, ja, geil. Ich hau dir die Socken über den Kopf. Du musst für mich sterben, weil du nett bist. So, ich weiß gar nicht, wie viel Wolle brauche ich. Zwei, drei, vier, zwei, zwei. Ich glaube zwei. Cooles Tier, cooles Tier. Da, ich habe mehr gehört. Ich habe noch mehr gehört. Ja, Schweinchen, nicht du. Ich habe mehr gehört. Ich habe kein gehört. Ich habe mehr gehört. Oh, das wäre ja der Jackpot. Wo ist das scheiß Mäh? Du Schwein, wo bist du? Krieg dich, ey. Ich finde dich sowieso, egal wo du dich versteckst. Selbst wenn du dich unter deiner Willkommensmatratze versteckst. Ich finde dich. Da bist du. Sag ich ja, ich finde dich. Mäh. Mäh. So, ich hau jetzt mal direkt wieder ab. Ich hoffe mal, zwei reichen hier. Die Monster kommen nämlich gleich. Wo war denn unser Zuhause? War das da? Da vorne war das, glaube ich, ne? Habe ich was gesehen? Oh, da ist Lava. Oh, da sind Kühe. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Zweifelsfrei. So, Tür ist zu. Wir brauchen natürlich auch, ja, so ein bisschen, ne? So. Nein? Auch nicht? Brauche ich echt noch mehr Wolle? Hier gibt es ein Buch. Cool. Drei Wolle brauche ich. Oh, leck mich doch mal im Arsch. Wieso habe ich denn nur... Wir gehen in die Nacht hinaus. Wir gehen in die Nacht hinaus. Wir töten uns selbst, denn wir gehen jetzt hier raus. Wir laufen draußen rum. Wir suchen noch ein Schaf. Dann haben wir drei und dann machen wir sie kalt. So. Geil, geil. Ich habe es, ich habe es. Creeper, boom, passe, tot. Das ist, ich hab's gefunden. Hallo, du siehst so nice aus, dass ich dir gern mal das Fell über die Ohren ziehen würde. Und ich bedanke mich. Uah, und natürlich werde ich, dafür werde ich natürlich direkt angegriffen.
Ich habe auch keine Ahnung, die neue Version, also ich kenne Minecraft nur von alt. Ich weiß, dass es Fische gibt. Das habe ich schon mal gesehen und noch andere Tiere, aber was genau und alles, keine Ahnung. Will ich das überhaupt wissen? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt können wir wenigstens immer in unserer schönen juckelnden Ecke verrecken. Geiler Scheiß! Geiler Scheiß! Ja, Mann, ich träume was Schönes. Ich träume die ganze Nacht davon. Dass ich was Schönes träume. Davon träume ich die ganze Nacht. So, cool, 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 cool. Essen haben wir auch. Ballern wir uns auch direkt mal einen Steinofen. Ich glaube, machen wir das Ding da wieder aus. Falsch, richtig, falsch, richtig. Was auch immer. Kann ich das wieder abschalten? Ja, aber das will ich ja gar nicht mehr anhaben. Keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ich das Ding wieder wegbekomme. So. Und ich weiß, früher konnte man da... Yes, baby. Oh, wie sind die richtige Invisible Guys. Hammertyp. Hammertyp. Wenn nicht so, wie denn dann? Geil, erstmal eine Keule in die Fresse reinziehen. Yeah. Ach komm, wir nehmen direkt zwei Keulen. Ja, wir haben's ja, wir haben's ja, wir haben's ja. Cool, cool, cool. So, Freunde, das war's auch schon für diese Folge. Ging ja ruckzuck. Mir hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das Video gerne liken, kommentieren, teilen, favorisieren und gerne den Kanal abonnieren. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sweet One Web, aka Web 1.3. Ciao.